Es gibt sehr viele Aussagen der Salaf zu dem, was die Istiqama ist. Also ich persönlich finde, dass Ibn Rajab hat in seinem Buch Jami' al-Ulum wal-Hikam hat den Hadith kommentiert, der davor kommt in den Al-Arba'un al-Nawawiyya. Der kommt auch hier vor gleich in dem Buch, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam oder als ein Mann zum Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: "Qulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ba'dak." Oder kama qal: "Sag mir etwas in dem im Islam, also über die Sache des Islams, die so umfassend und ausreichend ist, dass ich diesbezüglich niemanden mehr nach dir konsultieren muss." Und dann sagt er: "Qul amantu billahi thumma istaqim." Khalas, diese zwei Sätze, das ist der Islam. Die Gesamtheit des Islams ist in diesen zwei Worten inbegriffen. "Qul amantu billah", das ist der Al-Iman billah, das ist der theoretische Teil des Islams, der theoretische Aspekt der Aqida, die Überzeugungen, die Einstellungen, die Werte. Und dann sagt er: "Wastaqim." Wastaqim, das ist dann der praktische Teil des Islams, an dem man sich hält, von dem man nicht abweicht. Deswegen sagt auch, ich glaube, es war Umar ibn Khattab oder jemand anderer, als er über die Istiqama gefragt wurde, er sagte: "Halte dich an den Strang und springe nicht wie ein Fuchs nach rechts und links, entsprechend der Interessen und der eigenen Vorteile oder der Lust und Laune, mal nach rechts gesprungen und mal nach links gesprungen, und um dann wieder zurückzukehren." Er sagt, das bedeutet Istiqama. Einige der Salaf sagten, die Istiqama ist der Tawhid. Da sind das verschiedene Ausführungen. Im Grunde genommen nicht. Der eine erwähnt die Spitze der Istiqama, der eine erwähnt das Minimum der Istiqama, also was erfüllt werden muss und so weiter. Tamam?